Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Projekt mit dem Paddy, dem. Wen haben wir noch dabei? Andi und dem Schweizer. Hallo. Hi. Grüße. Zurück an der Grasfront. Grasfront, ich wollte nicht was anderes sagen. Oder Heufront, besser gesagt. Paddy, musst du ausgewechselt werden? Ersatzspieler? Nein. Okay. Paddy, was ist los? Du klingst bedrückt. Er ist bedrückt. Es ist bald Agri-Techniker und wir sehen uns. Er hat Angst. Voll, mein Beileid. Weißt du, du kommst nicht, habe ich gehört? Nein. Schade, schade, Limonade. Dem würdest du tun. Ja, aufhört. Das. Warum auch nicht? Ich musste gerade mal unseren Kunden informieren, dass wir abgefahren sind. Ja? Ui, gehört auch dazu, ne? Gehört auch dazu. Abgereift. Abgereift? Abgedreift. Abgedreift? Ist das so ein Denglisch? Ein bisschen. Alter, was haben die denn da gemacht? Die haben. Hä? Ja, das ist normal bei der Map. Das ist wie auf der Galgenberg, dass die Felder teilweise auch größer werden. Nee, nicht deswegen. Uwe lädt gerade Ballen. Ja. Drei Ballen, glaube ich, schafft er da jetzt nicht, aber ist ein anderes Thema. da ist in der Mitte ein Grasballen bei. Mhm. Also er hat ein Sandwich. Oben Heu, ja. Unten Heu, Mitte Gras. Ja, die hatten doch das Problem auf dem ersten Feld in der ersten Aufnahme, dass sie doch keine Grasballen wickeln können. Nein, wenn ich das jetzt sage, das schießt. Nein. Nein. Nichts schießt Monetarisierung. Nein. Ich glaube, dass die schon Grasballen gepresst haben, versehentlich. Der wird halt jetzt irgendwie drunter geflutscht sein. Naja, der wird wahrscheinlich. Ja, machst du nichts, ne? Ey! Na, fahr doch zu! Alter! So wahnsinnig! Ich hab doch jene Zeit! Achso, was natürlich auch interessant wäre, oder? Dass die Leute weiterhin reinschreiben, was die anderen Teams so machen. In den Kommentaren. Genau. Also, ihr müsst wieder unser fünftes Auge. Nee. Unser neuntes Auge sein. Und müsst wieder euch mal ein bisschen umgucken, bitte. Bei den anderen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Der liebe Dennis und der liebe Darky. Was die denn so machen in dem Team? Was sind die Pläne? Was sind die Denkensweisen? Wir müssen eine Struktur entwickeln. Wir müssen uns, wie so bei so hier NCIS irgendwas, müssen wir so ein Whiteboard machen. Und dann müssen wir langsam so versuchen, sich in deren Köpfe einzuhacken. Also wir wollen einfach nur wissen, was die machen. Und nichts vergessen, die Modliste ist da. Die Modliste ist da. Der liebe Andi war wieder fleißig. Modliste ist verlinkt. Hat er auch wieder ewig schreibt das jetzt. Wow, ich hab's nach der ersten Woche gleich gemacht. Danke, Paddy, für nix. Ich habe im Vorfeld, glaube ich, 6-7 Wochen haben wir das Bike vorbereitet. Aber alles gut, Paddy. Hm? Wir kennen den nicht anders. So ist er, ne? Ja, charmant wie immer. Weißt du, da fehlt noch ein bisschen was. Ach was. Aber ich glaube halt echt, also wenn ich den Ladewagen sogar gesehen habe vom Team Gelb, da geht halt nichts rein, ne? Nee. Also der schaut zwar voll aus, aber der wird keine 10.000 Liter fassen wahrscheinlich. Och, der hat aber 13.000 Liter, ne. Ehrlich? Ja. Krass. Was die Polizei sieht, ne? 13.000 Liter ist ein bisschen größerer größere Schubkran. Ja, aber das ist halt, wir sind dann noch am Anfang, das muss man überdenken. Der Ach, Uwe. Den kannst du überall laden, vielleicht bist du schneller. Was? Ja, den kannst du auch überall laden, vielleicht bist du schneller. Ah, der war gut, ja. Was lachst du jetzt so, Werner? Ich hab nur einen Hasen gerade gesehen. Beifliss. Komm, sie mal rüber, zieh doch weiter. Was? Ich muss sparen. Ich glaube, du musst eine Reihe runter machen. Ich würde mal den Wender schon zur 70 fahren. Das ist eine gute Idee. Fahr mal ein bisschen zurück. Wo ist die Ballenpresse? Die hole ich dann auch gleich, ja. Sehr gut. Aber erstmal werde ich dieses Anhängsel los. Mach mal Spanngurte. Aber wir brauchen Andi doch. Ja. Ach so, ja. Schade. Ich kann nicht hören, gell? Ah, moin! Na, herzlichen Glückwunsch! Andi, Neurot brauchst du erstmal nicht, ne? Du hörst gut. Mhm. 64% haben wir schon. Sie ist nicht normal 20%? Ist doch normal, oder? Wenn die 20% ist Main.
20% ist Main. Genau. Und dann, wie geht's dann weiter, die Staffelung? Ja, das sind 80% zum Überbau. Ich habe jetzt alles verstanden. Ihr habt da durcheinander geredet, aber ich puzzle mir das so zusammen. Ich verstehe das. Das ist gut. Ich habe gesagt, pro abgelieferten Bahn geht dann das weiter hoch. Weil die Arbeitsschritte wie Wenden und Pressen und Silieren, also zumindest hier in Folie einwickeln, wird alles nicht dazu gerechnet. Ah, jetzt verstehe ich, was die machen. Die haben vorne Ballen aufgeladen und hinten den Ladewagen. Das heißt, genau. Sie pressen die Hälfte ungefähr und die andere Hälfte nehmen wir beim Ladewagen mit. Richtig. Die fahren halt die 13.000 Liter auch nochmal mit weg. Auch nicht verkehrt, ne? Ja, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie haben das ja so gekauft. Ja, ja, logisch. Aber die Idee finde ich gut. Ja, die Not macht erfinderisch. Weiß ich nicht. Soll ich noch so einen Ballenstibitzen vom Uwe? Mach mal. Ach so, meine Damen und Herren, noch was. Was Wichtiges. Bitte, fragt nicht, warum Person XY nicht dabei ist. Wir haben die Teams so gewählt, wie wir sie gewählt haben. Bitte respektiert das. Als Gründen. Was passiert jetzt? Es kommt noch ein gelber Unimog. Was hat der denn dran? Der bringt jetzt wieder einen Schwader. Hä, was wollen Sie? Wollen Sie jetzt wieder schwaden? Hier gekommen, du Schwader. Kannst sonst dann schon mal zum nächsten Feld fahren mit dem Kfz. Ja, jawohl. Das sind, glaube ich, noch 8 dann über und die kann ich auf den anderen kappeln. Ja, passt. War schön mit dir, Tensu. Der ist so hoch. Du schaffst das? Warte. Zurück! Weiche von mir! Alter, kommt wieder so ein blauer Unimog geflogen. Paddy! Was ist denn? Bist du das? Ich hab eilig! Gut so, weiter so. Was los? Ich will nicht. Ach, das ist nicht ich kaputt, wir brauchen das noch. Oh mein Gott. Das war knapp. Alles fällt. Die 80 liegen an. Sportlich. Die 80 liegen. Mach einen Backstein aufs Gaspedal. Man muss halt hier vorne bloß an den Wänden ein bisschen langsamer machen. Aha! Gut, haben uns alle wieder erschreckt. Sehr schön. Weißt du nicht, ob ich hier rauskomme, Schweizer? Ja, ja. Der Schwung geht in unserer Wiese mit. Anlauf statt was anderes. Mit Wasser. Zum Beispiel. Sieh! Bin gleich fertig mit dem Schwadinski. Gleich. Warum? Fällt er nicht mehr 80? Ich hab keinen Hut mehr. Da ist nicht so schlimm. Warte, bis Pause ist. Ah! Was ist jetzt wieder? Sind die Reifen noch dran? Ja, ja, die Reifen sind noch dran. Ja, dann fahr weiter. Ich muss jetzt mal kurz hier fragen, was der Unimog hier vorne treibt von uns. Der kommt da nicht mehr raus. Was habt ihr gemacht? Habt ihr ein Problem? Gib mal einen Schubs. Du Party nach einem Schubs fragst, ne? Landest da in Hagenstedt. Lebt im Leipziger Ost. Hast du Rückwärtsgang drin? Nee, ich fahr vorwärts. Na, dann drück doch mal rückwärts. Ruhig doch. Drück. Ich würde dann nachher noch das Gewicht vom Fendt bisschen vergrößern. Ja, wenn das nötig ist, mach es. Also 4 Bahnen schafft er, 6 schafft er nicht. Du weißt am besten, was nötig ist und was er braucht. Ich brauch mehr Leistung. Das kann aber so sein. Bist du den Motor? Ja, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, ne? Also. Schade. Was machst du jetzt? Das geht doch nicht. Das geht. Boah, das klingt doch nicht gut bei euch, Jungs. Danke, Paddy. Ich hab nichts zu sehen hier. Arbeite du weiter. Muss ich vorbeikommen? Nein. Alles in Ordnung. Ich hab's geregelt. Gut, Paddy. Gut. Ab und zu krieg ich auch mal was hin. Gut. Zu Weihnachten gibt's ein kleines Mangerie. Jetzt wollen wir es nicht übertreiben, ne? Hätte ich geschwadet. Ui. Meine Lok ist schön rot. Sehr schön. Hm? Wo ist denn das nächste Feld? Es sind 2 Ballen verschwunden. Wie geht das denn? Die sind einfach verschwunden vom Unimog. Die liegen auch hier nirgends. Schadensersatz. Hä? Schadensersatz. Was machst du denn für Dinge? Ich fahr einfach hier die Straße. Das sind 2 Ballen. Jetzt sind sie wieder da. Na, fahr einfach weiter, nicht gucken. Guck mal in deine Lok.
Gar nichts. Boah, nix! In der Perspektive und Vollgas. Okay. Richtig. Und vergessen. Und auf dem Rückweg zwei kleine Jägermeister. Schallert hier runter mit dem Ladewagen, ey. Ja, das ist eine Challenge, ne? Das ist hier nicht. Hallo, guten Tag, wo fahren Sie hin? Geh aus dem Weg. Aus dem Weg. Hat Hunger drauf. Das gibt's nicht. Das hier wird nicht. Oh, Paul, hau ab hinter mir. Hier wird nicht. Aber man sieht heute gerade zweite Aufnahmesession. Da tun wir Trauer. Jeder hat sie eingegroovt. Ja, jeder, ne? Weiß wo. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, jeder hat sich, oder viele haben sich so ein bisschen die anderen Folgen angeguckt und gesehen, oh, oh, oh. Da müssen wir ein bisschen Gas geben, vielleicht. Muss die Karte machen. Geht mir auf den Sack hier hinter mir. Was ist denn mit euch? Muss einfach mal ausbremsen. Hm, mach ich ja schon die ganze Zeit. Alter, wie viel Promille habe ich denn heute? 12. Klein. Zu wenig. Na gut, ich bin nicht der Einzige, der heute getankt hat, ne, Schweizer? Gut. Außerordentliche Umstände erfordern außerordentliche Maßnahmen. Das stimmt. Ach so, verdammt. Das Feld ist ja noch nicht gemäht. Die 70? Alter, wie soll ich denn da reinkommen? Seid ihr witzig, oder? Unsere Wiesen müsste man heute auch noch mähen. So. Da ist doch eine Tür. Bist du blind? Ja, ich bin vorbeigefahren an der Tür. Komm ich doch nie rein mit meinem langen Ding. Longus. Jo, abgegeben. Nicht abgeben, nicht abgeben. Alter, Jungs, nicht abgeben, ne? Hört ihr mich? Auf die Ballen. Oh nein. Ja, wir hören dich. Gut. Gib sie bloß nicht ab. Wo ist denn eigentlich die 70 hin, Andi? Hast du geguckt? Ich gucke. Ja. Mitte. Was? Achso, wo sie hin muss. Stadtledle Ballen. Oh. Hier unten ist eigentlich alles weg. Und Unimog befüllt. Presse ist auch nicht mehr hier. Nicht abgeben, ne? Oh, da kommt gesehen, oder? Oh, da kommt ein gelber. Schnell! So, macht es nicht tot! Oh, hier ist ein schöner Ballenstapel. Wenn ich da reinschaller, dann fliegt. Nein, ich hör auf! Hab da Kerl zum Leben geschaltet. Was ist denn mit euch? Der kommt gleich hoch. Muss jetzt auch diese Lacko-Karatschupe einbauen. Da unten, ganz unten an der Karte. Unter unserem Hof. Welt 1. Okay. Da müssen sie hin. Oh, 70 sind wir jetzt. Nee, 33 müsste ich. 33 musst du bitte. 33, ja. Da muss gepresst werden. Ach, du musst erst noch gepresst werden. Ja, der ist nicht gepresst. Ach, die wollte die Presse holen. Ich bin doch schon am Pressen. Mensch. Mein Gott, bist du schneller. Ich finde das Feld nicht. Ist egal. Da wo Patti ist, du musst nur gucken, wo sich der blaue Pfeil dreht. Hä? So weg. Piep, piep, piep. Bitte nicht. So, warte mal, wie geht denn das hier? Also. So. Ah, ich hätte das mehr gleich. Gewicht wollte ich noch ändern. Komm. Die haben sich auch ein Tandem gekauft. Ja, die haben sie den Junkari gekauft, oder? Glaube ja. Mit dem roten Aufbau? Ja. Also flachen Aufbau. Ist das Wechselbrücke? Ja. Zu hart. Ach, der Hof ist auch nicht gemacht. Ich würde sagen, Toten. Höchstens für Bobbycars. Ich glaube, gleich was für mich reicht. Andi, liegt's? Ja. Alter. Boah. Bin ganz ruhig. Weißt du, was mich echt nervt? Diese La Cucaracha-Hupe. Nee, warum hab ich die nicht? Nervt dich, ja? Die Lacugrad-Tuber, das ich sie nicht habe. Warum jetzt schon wieder 540? Also das Gewicht, ne? Gewicht. Okay.
Ich fahr jetzt einfach. Wo sie da bei Darky, du? Die Halle war vorher noch nicht da. Hi Bernie. Hi Noah. Würde gerne einen Kaffee trinken, aber ich muss los. Verständlich. Ich bin fast so schnell wie du. Cool. Ich hab kurz gedacht, du sagst, ich bin eine Biene, aber... Oh mein Gott, du holst gleich wieder auf. Ja, schau mal, diese Biene da. Soms. Auf. Wir haben Linksverkehr, ne? Vergiss das nicht. Kannst du ja nicht normalen? Wo? Oh. An den Feld. 33. Ja, hier. Wo wir gerade waren. Ja, nee. Da haben wir mich hinlegen lassen. Aber der Unimog steht doch da. Ja, da bin ich gerade. Da liegt noch ein Ball daneben. Oh. Oh. Wenn du den jetzt runtergeschmissen hast. Nee, den habe ich nicht runtergeschmissen, die anderen drei vielleicht. Jungs, wir haben doch keine Zeit für so einen Scheiß. Ganz ruhig. Na gut, dass der GT ständig 24% Schlupf hat. Und rechts. Wichtig und richtig. Nein, nicht machen. Hört sich nicht gut an. Aber ja. Ja, auf damit. Alter, schieß was? Warum? Ja, die sind hier runtergefahren. Der liegt hier noch daneben. Der war da gelegen. Der. Der eine war da gelegen. Die sind da runtergefahren. Ich hab die Gurte nicht reingemacht. Fahren wir zurück. Es geht na? Nicht. Was kann, er ist ein richtiger Hochstapler. Wissen wir doch. Na, Andi? Hm? Oh. Weiter, weiter, warte. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. War doch Foto. Du doof. Arsch. Arsch, doch, du Düssel. Alter, da komme ich doch nie im Leben rein. Nein, ich habe den Darky gemacht. Spalt ab, Werner, was machst du wieder? Alles gut, doch nicht den Darky gemacht. Dann die macht meine ganze schöne Arbeit so sau. Sorry. Abgelehnt. So, nächste Wiese wird gemäht. Perfekt. Sieht mir so aus, als wie hier schon mal gemäht wurde, aber... Der Randstreifen wurde gemäht. Ja. Aber mir nicht warum. Andi, ich bin gut, tschüss. Die müssen wahrscheinlich Stark hier schon mal hatte. Ah, dass die schon mal gemacht wurde? Echt? Ja, das kann sein, aber auf der Galgenberg gibt es da auch sowas. Die haben richtig viel liegen gelassen, wenn das so ist. War das nicht die, was die abgebrochen haben? Das kann sein, wenn sie die abgebrochen haben, ist jetzt das Wolf vielleicht wieder gekommen. Lol, liegt das jetzt... Nee. Da liegt das Gras von denen auch. Ist der Zetter schon unterwegs? Los. Achso, ist der Zetter. Ja, ist doch gut, beruhig dich jetzt mal. Kann man denn was? Du hörst mir halt nie zu! Nee, warum auch? Bleib ganz ruhig, Männer. Ich bin die Ruhe in Person. Ich auch. Sagt er und macht. Alles gut. Was machen wir? Was machen? Wie komme ich am besten zu 33? Hier links? Da ist Ruf. Ja, hier links und dann gleich wieder rechts. Genau, unten rum. Geh doch zu! Eckernhof. Hier? Warte.
Ist er mit Schmackes? An denen er ein Mähwerk vorbei und hinten doch die gewählte Miese durch. Wiese durch. Achso. Warte, jetzt heißt Linksverkehr, also muss ich links fahren. Schauen, ob sich Iki dran hält? Nö. So, meine Damen und Herren, wir sind aber schon wieder fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi, bye bye.